Wir werden uns heute ganz speziell mit der Fahrsicherheit im Motorradbereich beschäftigen. Einer der wichtigsten Punkte ist natürlich das Bremsen. Der Bremsgriff des Motorradfahrers sollte der beste Freund sein. Und weiter mit der Blicktechnik, damit man im Freiland in die kurvenreichen Strecken die richtige Fahrlinie wählen kann. Und die Lenktechnik, welchen Fahrstil ich in welcher Situation anwenden soll, da sprechen wir dann von Drücken und Legen. So, zum Thema Blicktechnik. Wir müssen lernen, als Motorradfahrer in den größten Schräglagen auch noch den Kopf gerade zu halten und vor allem weit in die Kurve drehen. Wir fahren eigentlich der Nase nach. Und es ist ganz wichtig, den Kopf für die Rechtskurve natürlich weit nach rechts bzw. links weit nach links zu drehen und in der Schräglage den Kopf immer gerade zu halten. Weil ihr braucht es mal probieren, eine Zeitung schräg halten, im Kopf gerade lassen und dann den schrägen Text zu lesen. Wie schwierig das ist, wenn das Bild, unsere Aufnahmefähigkeit des Hirnes, des Bildes, was wir sehen, durch die Schrägeinstellung der Augen verzerrt wird. Man kann langsamer lesen, man nimmt Umgebungssituationen langsamer wahr und ist dann in der Reaktionszeit beeinträchtigt. Beim Fahrstil Drücken und Legen gibt es ein paar wesentliche Unterschiede, auch von der Körperhaltung auf dem Motorrad. Beim normalen Fahrstil Legen, wenn der Körper, Oberkörper in derselben Schräglage sich befindet wie das Motorrad, sitze ich relativ entspannt und locker drauf, dass ich einen leichten, lockeren Oberarm, also Ellenbogenwinkel habe, nicht durchgestreckt, sondern auch nicht zu weit vorne nach vorne gebeugt. Genau, aber fürs Drücken muss ich mich weiter nach vorne beugen, damit ich viel Bewegungsspielraum mit dem Lenker bekomme, damit man diese starken Schräglagen, ohne dass der Körper mit in die Schräglage geht, erzeugen kann. Umso enge Kurven, Haarnadel, Serpentinen, Ecken, wie man oft sagt, dass sie im öffentlichen Verkehrsnetz vorkommen, flüssig und sauber durchfahren, braucht man eben auch den Fahrstil drücken. Die Geschwindigkeit ist bei diesen engen Kurven sehr weit herunter. Die Kreiselkräfte verlieren die Stabilität. Das Motorradl wird nicht mehr so stabil, wie es bei hohen Geschwindigkeiten ist. Und deshalb brauche ich meinen Körper nicht in der Schräglage. Ich muss meinen Körper aus der Schräglage bringen, als Gegengewicht für die Schräglage des Motorrades. Und wenn ich die falsche Entscheidung triff und mit Legen so enge Kurven reinfahre, habe ich meistens dann ein Problem, dass ich diesen engen Radius gar nicht fahren kann und Richtung in Linkskurven Richtung Vorbahnrand oder in einer Rechtskurve Richtung Gegenverkehr abdriften anfange und damit wieder eine gefährliche Situation entsteht. Von diesem kleinen Einfahrtstor, dort wird auch die Geschwindigkeit gemessen. Bis daher sind 10 Meter, wo das Hütchen steht. Mit 50 km/h sind wir ganz knapp vor dem Hütchen zum Stillstand gekommen. Also es ist schon eine gute Bremsung, wenn man unter 10 Meter 50 km/h da bremst. Und bei der zweiten Bremsung, wo das Motorrad steht, sind wir mit 73 km/h gefahren, also ca. 40% schneller. Oder bei der Geschwindigkeit haben wir nun 20 km/h schneller. Und wir brauchen sofort auch fast diese 18 Meter, weil dieses Hütchen, was da ist, ist bei der 19 Meter Markierung. Und da stehen wir an, knapp einen Meter davor. Das bedeutet, wir brauchen wegen dieser 40% Geschwindigkeitssteigerung schon den doppelten Bremsweg. Bei 50, 70 ist es eben von ca. knapp 9 Meter auf 18 Meter die Verlängerung aufs Doppelte, wegen dieser oft nicht wirklich beachteten nur 20 km/h. Am Vorderreifen sieht man sehr schön, wie der Lastwechsel beim Bremsen aufs Vorderrad geht und durch diese Gewichtszunahme am Vorderrad drückt sich der Reifen auf der Vorbahn etwas flacher und jetzt wird die Aufstandsfläche, die der Reifen am Boden den Kontakt hat, wesentlich breiter und kann dadurch die Hauptbremslast übernehmen. Man spricht ja bei einer Straßenmaschine von 95,5, bei den Enduros, wie da die Varadero ist, von ca. 80-20, dass maximal 20% das Hinterrad bremsen kann von der Gesamtbremsleistung und doch auch maximal 80% das Vorderrad. Wenn man, wie wir wissen, das Wort Stoppie kennt ja auch jeder, das Hinterrad in die Luft hebt, dann haben wir ja 100% der gesamten Bremsenergie am Vorderrad.
Beim korrekten Einhalten von Geschwindigkeiten, sei es durch die Vernunft oder auch vom Gesetzgeber vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkungen, wollen wir jetzt anhand von diesem Bremsweg bei 50 km/h weit entfernt das Auto, das Hindernis, das plötzlich aufgetaucht ist. Und zwar geht es um Folgendes. Zwischen 50 und 70 hat sich nicht nur bei den reinen Bremsübungen der Bremsweg verdoppelt. Wenn ich jetzt den Reaktionsweg tatsächlich mit einbaue, der in der Realität eine Rolle spielt, und ich würde aus derselben Entfernung den Vorfehler eines Autofahrers erkennen, dass er mal in meine Vorspur reinfährt, habe ich bei 50 km/h einen Reaktionsweg, der bei einer Sekunde 13,89 Meter ausmacht und bei 70 km/h 19,44 Meter ausmacht, also 5,5 Meter Unterschied. Diese Aufstellung da entspricht aber nicht einer Sekunde, sondern nur mehr 7/10 Sekunden. Das heißt, wenn ich sehr, sehr gute Reaktionszeit habe und in nur 7/10 Sekunden reagiere, fange ich trotzdem bei 50 km/h ca. 4,5 Meter früher Bremsen an als bei 70. Und dann habe ich aber noch den doppelten Bremsweg. Deshalb ist halt dieser eklatante Unterschied, wenn wir bei 50 km/h aus einer größeren Entfernung erkannt haben, ein Fahrzeug fährt in meine Vorspur, ein weit entferntes Stehenbleiben. Also ich könnte relativ locker bremsen und noch immer stehen bleiben. Wenn ich aber wirklich einen 70er drauf habe, sind wir extrem knapp beim Hindernis dabei, wenn nicht sogar ins Hindernis reingefahren. Ein ganz wesentlicher Punkt beim Bremsen ist auch, es gibt noch sehr, sehr viele Motorräder, die kein ABS-Bremssystem haben. Das heißt, es liegt an unserer Bremskraft, ob wir gut bremsen oder eben Richtung Blockieren kommen und damit die Sturzgefahr immens groß ist. Wichtig beim Bremsen ist, dass man lernt, mit zwei Fingern, sinnvollerweise Zeigefinger, Mittelfinger, zum Bremsen zu verwenden, und Daumen, Ringfinger und kleiner Finger sind zum mechanischen Festhalten des Lenkers und das Gas auf Null zu halten, dass man nicht während dem Bremsen Gas gibt, einmal dazu ständig. Beim Bremsen muss man immer wieder auch üben, damit man die Bremse lösen kann, wenn es zu einem blockierten Bereich des Vorderrades kommt. Es kann auch passieren, dass ich am Anfang einen sehr griffigen Boden habe und auf einen Schmutzfleck kommt das Rad zum Stillstand, weil dort weniger Haftung ist, und dann habe ich sehr wenig Zeit, damit ich die Bremse lösen kann. Wenn mir in einer Notsituation so etwas passiert, habe ich nur mal eine zweite Möglichkeit auszuweichen. Weil mit einem blockierten Vorderrad führt es zum Sturz. Lösen, damit das Vorderrad sich wieder dreht, dass der Sturz verhindert wird, erzeugt einen so viel verlängerten Bremsweg, dass man in einer Notsituation ganz sicher vor dem Hindernis, wegen dem man bremsen hat, anfangen, nicht mehr stehen bleiben kann. Das Ausweichen passiert dann wieder über Drücken. Reinen Drückimpuls in die Richtung hin, wo ich einen Platz habe zum Ausweichen. Und ich sage immer, ich hoffe immer, dass es einen Platz auch gibt, falls man einen Bremsfehler macht. In weiterer Folge die Hinterbremsen immer nur leicht mitbetätigen. Durch den Lastwechsel nach vorne kann das Hinterrad durch das Ausfedern des Hinterrades verliert den Anpressdruck. Mit diesem geringen Anpressdruck kann man keine großen Bremskräfte übertragen. Daher die Hinterbremsen nur ganz leicht mitbetätigen, so dass auch das Hinterrad, wenn es möglich ist, nicht blockiert, weil jedes blockierte Rad ist dann ein emotional gesehen ein Störfaktor, um eine Bremsung sauber bis zum Stillstand zu bekommen. Damit so ein Ausweichmanöver funktioniert, im Normalfall fängt man immer, bevor man oder beim Auftauchen eines Hindernisses an, bremsen. Notsituation, bremsen. Und dann kommt man während dem Bremsen drauf, das geht sich nicht mehr aus, das Stehenbleiben. Damit man aber ausweichen kann über diesen Drückimpuls, muss eines unbedingt beachtet werden. Beide Bremsen, Vorderradbremse wie Hinterradbremse, zur Gänze lösen, dass die Räder sich frei drehen können. Und die Kupplung bleibt gezogen, dass während dieser aggressiven Ausweichkurve, was ja meistens eine Links-Rechts-Kurve ist beim Ausweichen, die Motorbremse auch vom Hinterrad weg ist. Damit nicht über eine starke Motorbremse das Hinterrad wegschmieren kann. Das ist ganz wichtig. Also noch einmal, bremsen, bei einer Notbremsung wird ja auch die Kupplung gezogen. Fürs Ausweichen Bremse lösen. Beide Bremsen, wenn man mit beide bremst, Bremse lösen, Kupplung bleibt gezogen, bis man beim Hindernis vorbei ist, dann wieder sachte anbremsen und die Kupplung auslassen. So, wir befinden uns hier auf der ersten von drei genehmigten Freilandstrecken. Das ist die Bundesstraße von Oberfellach Richtung Malnitz. Genehmigt deshalb, da finden genehmigte Fahrsicherheitstrainings auf der Straße statt.
auch schon bekannt für 1000 PS-User unter der Bezeichnung 1000 PS-User-Trainings. Diese Trainings wurden alle schon auf dieser Strecke und auf den zwei folgend genannten Kreuzberg von Greifenburg Richtung Weißbrach und Liesertal von Lieserbrücke Richtung Gmünd durchgeführt. Einleitend haben wir ja die ganzen Übungen im Fahrsicherheitszentrum gemacht. Ein Fahrsicherheitstraining in einem Fahrsicherheitszentrum ist ganz ein wesentlicher Faktor für die Fahrsicherheit. Dass man in einem abgeschiedenen, verkehrsfreien Raum gute Trainingsbedingungen hat, um die Fahrstile drücken, legen, die Blicktechnik, die Bremstechnik zu schulen. Anwenden müssen wir Motorradfahrer dieses ganze Erlernte aber im Freiland, im urbanen Bereich. Und da haben wir auch festgestellt durch viele Untersuchungen und Aufnahmen mit Kameras, dass sehr oft Motorradfahrer ein relativ gutes technisches Fahrkönnen besitzen, aber leider die falsche Fahrlinie wählen. Die Linienwahl entscheidet auch sehr stark über Fahrsicherheit oder Risiko im Bewegen eines Motorrades. Auf dieser Übungsstrecke haben wir auf der Bergaufstrecke für ca. 2,3 Kilometer eine zusätzliche grüne, leicht erkennbare, aber nicht störende Bodenmarkierung angebracht, die die Ideallinie, nicht die schnellste Linie, die Ideallinie im öffentlichen Verkehr ist ja die sicherste Fahrlinie, darstellt. Eben nicht Kurven schneiden, am Ende einer Rechtskurve so weit wie möglich rechts zu sein, am Ende einer Linkskurve so weit wie möglich, ohne vorher die Kurve zu schneiden, über die Mittellinie zu ragen, durch die Schräglage links zu sein. Also immer die Kurve innen zu beenden. Eine Rechtskurve rechts zu beenden, eine Linkskurve links zu beenden. Und die grüne Linie ist ganz einfach zu verstehen. Wenn ich als Motorradfahrer diese Übungsstrecke befahre, müssen meine Reifen, also die Aufstandsfläche meiner Reifenspur, immer rechts der grünen Linie sein. Über die grüne Linie, Schräglagenmessung dürfen wir ohne weiteres drüber lehnen, weil die grüne Linie wurde so positioniert, dass wenn die Reifen rechts bleiben, auch der Kopf, der weiteste Teil des Körpers in der Schräglage, noch immer einen Reserveabstand, einen Sicherheitsabstand zur originalen Fahrbahnmitte, zur Mittellinie aufweist. Wir befinden uns hier auf einem Streckenabschnitt, auf dem in den vergangenen Jahren leider sehr viele schwere Motorradunfälle passiert sind, wobei man in der hinter mir sichtbaren Kurve leider 4 Todesopfer motorradmäßig und 7 Schwerverletzte zu verzeichnen gehabt haben. Insgesamt ist dieser Streckenabschnitt, auf dem wir uns befinden, einer der unfallreichsten Streckenabschnitte auch in Österreich. Es sind ja wenige Streckenabschnitte sehr unfallträchtig. Eben dieses Liesertal, die B99 von Spital Richtung Katschberg, ist eine davon. Das große Problem beim Motorradfahren ist auch, dass die Motorradfahrer, wenn sie sich einer Linkskurve, die unübersichtlich ist, nähern, viel zu früh in der eigenen Fahrbahnhälfte in die Mitte fahren und dadurch durch die Schräglage, die sie brauchen beim Linkskurvefahren, dann mit Schulter, Kopf oder Oberkörper sogar schon die Mittellinie überragen, also Kurven schneiden. Und wenn ein großes Fahrzeug, ein Linienbus oder ein LKW in dieser Kurve entgegenkommt, fährt das entgegenkommende Fahrzeug die Rechtskurve. Und für diese großen Fahrzeuge ist die Kurve rechts so eng, dass sie über die Mittellinie auf unsere Seite kommen müssen, weil es nicht anders geht. Und dann entstehen die Probleme, weil wir eigentlich uns falsch verhalten. Wir müssen auch als Motorradfahrer wissen, dass ein LKW, ein Bus, einen wesentlich höheren Platzbedarf hat, wenn es sich um eine enge Kurve handelt. Und im weiteren Verlauf werden wir uns auch eine Rechtskurve anschauen, in der ebenfalls sehr, sehr viele leider eben Unfälle schon passiert sind. Das Entscheidende ist, bei der dritten Tafel, da gibt es diese drei Kurventafeln, man sieht das sehr spät erst, wenn man sich dieser Kurve nähert, das sind diese Linkskurventafeln, Achtung, enge Linkskurve. Und bei der dritten Kurventafel wird diese Linkskurve enger. Das heißt, der Radius wird kleiner und jetzt müssen wir mehr Schräglage erzeugen. Wenn ich schon in so eine Kurvenkombination schnell hineinfahre, besteht das Problem, dass ich dann mit der enger werdenden Kurve nicht mehr zurechtkomme, fahrtechnisch, und auf die Leitschienenaußenseite komme. Wenn ich Kurven schneide und ein großes Fahrzeug entgegenkommt, muss ich die Kollision durch Aufrichten des Motorrades verhindern. Und wir wissen aber, wenn wir ein Motorrad aufrichten, fahren wir geradeaus. Und dann kommt wieder die Leitschiene nahe und so sind auch diese leider auch tödlichen Unfälle passiert. In der kommenden Rechtskurve, die wir auch dann im Video sehen werden,
handelt sich auch um eine Kurve, die krass sich verengt. Ein schöner, weitläufiger Rechtsbogen beginnt und bevor die Kurve überhaupt zu Ende geht, knickt sie noch einmal sehr stark nach rechts ein. Und da braucht man in beide Fälle, wenn der Kurven enger wird, aus dem Fahrstil legen, den man normalerweise in so eine Kurve hineinfährt, den Fahrstil drücken, mischen und mit Nachdrücken die Schräglage verstärken und dadurch die Kurve technisch sauber und eng fahren können. Sinn und Zweck so eines Trainings ist natürlich die Reduzierung von Unfällen, besonders von jenen Unfällen einmal, wo wir Motorradfahrer eigentlich durch die Wahl der falschen Fahrlinie selber schuld sind. Durch eine bewusste Schulung, durch eine Kursteilnahme an so einem Kurs kann man sehr viel profitieren in Bezug auf Wahl der Fahrlinie, damit die Sicherheit steigern. Und es gibt viele Aussprüche von Teilnehmern, die schon so ein Training mitgemacht haben. Es ist überraschend, mit welcher hohen Tempo auch auf einer sicheren und guten und eben unfallfreien Linie gefahren werden kann. Der Motorradfahrer fährt eigentlich nicht zum Zweck Motorrad, es ist ein Hobby und das Hobby soll ja nicht gefährlich bzw. überhaupt lebensgefährlich sein. Es ist aber immer wieder beobachtbar, und das hat man bei den letzten Sequenzen im Liesertal gesehen, wie viele Motorradfahrer unbedacht der Gefahr eine Kurve schneiden, unbedacht der Gefahr eines Gegenverkehrs, der halt gerade nicht da war, Glück gehabt zu haben. Ich möchte am Abend einer Tagestour nicht nach Hause kommen und eigentlich sagen, jetzt habe ich dreimal Glück gehabt. Ich möchte am Abend sagen, jetzt war ich dreimal imstande, den Fehler eines anderen durch mein Können auszubessern. Das ist mir lieber, wenn ich so etwas sagen kann. Wenn ich selber aufs Glück vertrauen muss, auf das man mir ja keinen Anspruch haben, dann schaut die massenhafte Kilometeranzahl eines Motorradfahrers eher gefährlich als wie sicher aus.